Wir nennen uns halt Laufbewegung schon mal für psychisch Kranke und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Da wurden wir im Internet kritisiert vom Germanistikprofessor, aber auch von niedergelassenen Psychiatern und so weiter, dass das halt alles irgendwie so flapsig wäre. Das Motto hat mich gepackt. Sind Sie psychisch krank oder wollen Sie es noch werden? Als wenn eine Depression oder eine psychische Erkrankung eine ansteckende Krankheit wäre. Es ist natürlich letztlich eine Erkrankung wie jede andere auch, aber so das Bild in der Öffentlichkeit ist halt ganz wesentlich. Für uns ist es immer toll, wenn welche die Initiative ergreifen und das in einer anderen Form auch anbieten als der reine Gesprächskreis. Freakrunning an sich ist nicht was ganz, ganz Tolles, weil es einfach ein Ansatz ist, der tatsächlich die Bewegung mit der Gemeinschaft einfach integriert. Weil man da mit Menschen in Kontakt kommt, die ähnliche Probleme kennen. Ich wollte der Krankheit und der Hilflosigkeit, die die Angehörigen haben, dem wollte ich etwas entgegenhalten und sagen, ja, es gibt was und es gibt auch Medikamente dagegen. Selbsthilfe ist nicht für alle, aber probieren Sie es aus, ob es für Sie passt. Und da sind die Freakrunner einfach auch gut dafür. Wir möchten schon, sagen wir mal, alle von Depressionen betroffenen Menschen gerne an einen Tisch oder in einen Raum bringen. Depression ist eine Erkrankung, nichts anderes. Sie ist eine Erkrankung und sie ist behandelbar. Und sie hat nichts, absolut gar nichts mit persönlicher Schwäche zu tun. Es hat ja keiner die Wahl, welche Krankheit er kriegen will. Ja, wenn man die Wahl hätte, das wäre ja einfach. Dann würde man sagen, nö, nehme ich nicht. Ja, aber das sucht sich ja keiner aus.